So, ja. Dann ist natürlich die Frage, wie wir diese Falle da ordentlich bauen. Da gibt es ja auch verschiedenste Methoden. Ich habe da keine Ahnung von, ich habe das noch nie gemacht, weil mir das immer zu langwierig ist. Ah ja, okay. Aber das Prinzip an sich kennst du, oder? Dass die halt so irgendwie hochgetragen werden und dann wieder runterfallen, ja, bis sie fast tot sind. Ja, klar. Ja, und das Problem ist halt, dass das bei Spinnen relativ beschissen ist, weil die an den Wänden ja beim Runterfallen wieder hochklettern können. Ja, und deswegen machen wir das jetzt, weil das dann so viel Sinn macht. Ja, doch, das geht schon. Man muss das dann halt so bauen, dass die während des Runterfallens nicht irgendwo an eine Wand rankommen, ne? Wie macht man das? Ja, ich würde einfach sagen, die Spinnen sind einmal eins groß und wenn die jetzt, keine Ahnung, 20 Blöcke runterfallen oder so, ich weiß nicht, wie viel die runter müssen, dann müsste man das so bauen, dass die im Flug, also während die halt runterfallen, nicht weit genug nach vorne oder hinten können. Also ein 3x3 Schacht. Ich würde einen 5x5 Schacht machen. Denn sonst springen die im letzten Moment und kommen dann doch noch an eine Wand dran oder so. Weißt du? Ja. Jo. Beachte, über uns sind jetzt genau die Tierfarmen. Wollte gerade sagen, das ist gerade ein bisschen behindert. Aber du bist hier, warte, du stehst auf dem Ding und dann bist du auf Höhen 37. Dann gehe ich nämlich einmal gerade gucken, welche Höhen das sind. Ja, wahrscheinlich kriegen wir das da drunter gebaut, schätze ich mal. 70 und genau, weil und wenn wir jetzt sagen, die Dinger müssen 20 Blöcke oder meinetwegen 22 Blöcke oder so hoch, dann sind wir nämlich immer noch, keine Ahnung, 5 Blöcke oder so da drunter. Also hier bin ich jetzt auf 64 und Jan steht auf dem Ding, wenn er auf 37 ist. Du musst halt, die Farm ist ja auch noch unter den Tierfarmen. Ja, die Farm ist auf 64. Also okay. Nicht die Tierfarm, sondern die Dingensfarm. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier noch irgendwo Spinnen sind. Ja, die sind nice. Wahrscheinlich irgendwo direkt dahinter, oder? Oder liegen die Geräusche so im Spawner? Doch, ich höre doch irgendwelche Runterfallgeräusche. Ja, eben. Die sind wahrscheinlich. Weiß ich nicht genau. Ja, also nach wohin machen wir denn dann die Spinnen an sich so? Man muss ja nachher in relativ in Nähe des. Alter! Nicht gegenseitig schlagen, nicht gegenseitig schlagen. Max macht das. Ja, richtig. Man muss ja. Ach, scheiße, das Gift, ey. Auch danach Junge, gucken, dass wir da uns nachher passend hinstellen können. Drinne. Ja, wir können auch erstmal da gerade eine Runde reingehen, würde ich sagen, vielleicht. Bist du witzig? Junge, wir schlagen die tot, wenn die hochkommen. Guck's mir jetzt erstmal an, wie das hier mit Spiders aussieht. Ja, das spawnt natürlich immer neu. Du musst erstmal eine Fackel setzen, du Schwachkopf. Junge, ich kassiere übelst. Junge. So eine ich glaube, wir haben uns eben gegenseitig mehr Schaden zugefügt als du. Hat sich immer runtergeschlagen, ne? So zum Gucken. Ja, ist gut, Jan, ich geh auch runter. Gold, hier ist Gold. Hier ist ein Skeleton. Oh, wo? Ach, da. Mach's tot. Schnitzel. Oh ja. Ja, komm, fick dich. Oh ja, besorgst dem Skelett richtig, ey. Dominik ist wieder der Lamer, der nur abbaut. Nein, das mach ich jetzt diesmal nicht, ey. Wird schön ihr machen, ey. Oh, Eisen. Okay, komm, wir hauen ab. Ja, Dominik, du musst halt dieses Prinzip machen, ne? Weil das weiß ich nicht. Du hast schon wieder ein Pfeil im Knie. Was? Jetzt ist er weg. Oh. Also eine Frage, hat jemand von euch noch Fackeln? Ja. 7. Oh, ne, aber wir haben ja auch neue Kohle. Ich hab den angeguckt. Ey, der hat noch gar nicht gekämpft, warum hast du ihn jetzt gemacht? Ja, weil wir den töten, kriegen wir Enderperlen. Boah, diese Geräusche, Alter. Junge, das hört einfach nicht auf. Auch wenn der schon lange tot ist, Mann. Junge, wie krank ist das denn einfach nur? Alter! Ja, wie viele Höhlen eigentlich hier auf dieser Karte sind, ey, ist auch so richtig schlimm. Das ist wahrscheinlich noch wieder mal eine fette Höhle. Vor allen Dingen geht die wahrscheinlich gleich irgendwann einfach mal in irgendeine andere Höhle von uns rüber. Ich wollte noch diesen Spawner jetzt bauen, diesen. Ja, ich weiß nicht. Ja, können wir auch machen. Ich weiß aber nicht, wie tief die Dinger fallen müssen. Kann das vielleicht einer gerade mal gucken oder so? Bin mir jetzt unsicher, weil eigentlich sind das immer 22 Blöcke oder 23 Blöcke oder so. Aber Spinnen haben ja anders als Zombies zum Beispiel keine Rüstung. Darum kann es sein, dass da weniger ist. Ich guck mal gerade. Nicht, dass wir das irgendwie gleich auf 22 bauen und dann sterben die Dinger immer. Das ist auch ein bisschen stumpf. Es schneit! Ich guck gerade aufs Fenster, es schneit. Lol, es schneit, warte mal. Die ganze Zeit, die ganze Woche schneit. Lol, es schneit echt, lol. Nee, bei uns hat es heute erst angefangen. Alter, bei uns ist schon ganze Welt weiß, Alter. Die ganze Welt ist schon weiß. Bei euch. Alter, ah ja, das ergibt Sinn. Hm? So, hier war das. Skip to Skelett.
Von wo sind wir eigentlich gekommen? Von hier, wo ich bin. Warte mal, hier ist noch ein Skelett. Krypto-Skelett! Hallo! Ja, hi. Und Jan, wie tief müssen die jetzt fallen? Weiß ich noch nicht. Toll! Ja, nee, die Frage ist vor allen Dingen, in welche Richtung wir das dann gehen lassen. Ich würde nämlich sagen, wenn da noch die Farm hin ist, dann ist das so oder so relativ blöd zu erreichen. Was musst du denn genau wissen? Wie viel Leben die haben? Nein, wie tief man die Falle bauen muss. Also wie tief die fallen müssen nachher wieder. Was sind das denn für Spinnen? Cave Spider, oder? Cave Spider ist das, genau. Also so oder so würde ich diesen Raum erstmal 7x7 gerade groß machen, damit ihr hier auf jeden Fall schon mal komplett spawnen könnt. Also in jede Richtung schon mal 3 Blöcke. 1, 2, 3 und da dann die Wände hin. 1, 2 und 3. Und da die Wand hinter. 3. 3. Sonst ist mit dem Spaß vorbei. Oh, nein. Shit. Aber so richtig schlecht. Was hast du gefunden? Eisen. Yay. So, zack, zack. Du musst dann ja auch noch irgendwie hochkommen, auch wenn das eher weniger wichtig ist. Ey, du Sack. Ach, hier ist eine Spinne gespawnt. Auch gut. Shit. Toll, Hauptsache ich bin erstmal vergiftet, ey. Alter. Bau den scheiß Block ab. Blau den Block doch ab, du Junge. Blau den Block ab. Blau doch den Block ab, Alter. Ja, genau. Quatsch. Junge. Aber lass Jan da noch hochkommen. Ich bin doch schon oben. Achso. Alter. Ich stehe hier am Spawner gerade. Hey, also hier steht auf jeden Fall, Oh, hier ist schon wieder eine gespawnt. Wir sollten hier vielleicht noch mehr Fackeln reinmachen. Sonst nimmt das nachher noch ein böses Ende. Hat noch irgendwer Fackeln? Das wäre mal ganz gut jetzt. Ja, ich glaube, ich hab Kohle. Warte mal, zack, mach ich mal neu. Hey, ich geb dir ein paar. Passt schon. Passt schon. Yay, yeah, yay. Yeah. Max, willst du auch Fackeln haben? So. Okay, So, und im Prinzip macht man jetzt halt in zwei Raumecken einfach einen Eimer Wasser hin, dass sie dann in eine Mitte gespült werden. Und da werden sie dann halt so hochgetragen über dieses Wassersystem und werden oben einmal zur Seite getragen und fallen dann wieder runter. Problem ist nur, wir wissen nicht, wie hoch und nicht, wie tief. Von daher würde ich sagen, machen wir es einfach nächstes Mal, oder? Die Frage ist gerade, müssen wir das überhaupt mit Wasser machen? Spinnen können doch auch so Wände hochklettern. Machen sie aber nicht freiwillig. Machen sie nur, wenn sie... Also, machen sie vielleicht teilweise, aber nicht spezifisch. Machen sie eigentlich nur, wenn sie irgendwie zum Spieler hin wollen oder sowas. Und wenn du halt Wasser dahin machst, dann werden sie alle wirklich hier hingetrieben. Also zum Beispiel in diese Richtung. Hier kann man dann mit Schildern und Wasser diese Technik machen, dass die halt hochschwemmen, weil die ja immer hoch wollen tendenziell. Und oben sie dann einfach nochmal ein Stück wieder weitertragen lassen und dann direkt daneben runterfallen lassen. Also da dann. Wir müssen halt nur gucken, ob wir es wirklich in diese Richtung machen wollen, weil wenn wir uns oben mal unsere Farmen und so angucken, wird das nachher so oder so relativ blöd. Warum? Weil wir müssen ja in der Nähe von dem Ding bleiben, aber andererseits auch ein paar Blöcke weit von weg, denn wir müssen ja, also wir müssen ja höchstens 16 Blöcke von weg sein, sonst spawnen die Viecher nicht mehr und müssen aber auch danach gucken, dass wir das irgendwo hochlaufen lassen und wieder runterlaufen lassen und so. Ja, und wenn wir das jetzt hier 20 Blöcke oder meinetwegen auch 22 Blöcke hochlaufen lassen, dann passt das doch. Es kann nur sein, dass weil die keine Rüstung haben, dass die dann sterben, wenn sie runterfallen. Ja, mein Gott, dann buddeln wir uns halt hier unten halt nochmal irgendwie 2-3 Blöcke hoch. Na ja, gut, halt können wir ja machen. Ja, das stimmt schon. Rum. Okay, bevor wir jetzt hier groß unnötig überlegen. In welche Richtung machen wir das denn? Ich würde sagen direkt hier, weil hier ist ja schon unser Eingang. Ja, gut, das wird ja zugebaut, dadurch, dass hier ja die Schilder und alles hinkommen, ne? Warum? Wir können das doch jetzt hier die eine Wand machen, dann können die halt hier hoch. Hier hoch. Und dann können die hier wieder runter. Wenn wir dann hier so eine... Du brauchst aber... Doch, 2 Blöcke, damit die hochkommen, oder nicht? Hey, warum? Ich dachte, die wären nur 1x1. Ja. Ja, wenn die nur 1x1 sind, dann brauchen die auch nur einen Block. Glaube aber trotzdem, oder nicht? Ich hab keinen Plan. Bin mir gerade nicht sicher. Aber im Prinzip hast du recht, ja, dann kommt man hier auf diese Seite und dann machen wir dazwischen einfach erstmal Cobblestones. Aber das ist sowieso mega scheiße, diese Viecher dann zu kloppen, weil die können ja selbst durch so ein Half-Step durch. Können sie? Ja.
Ne, die sind doch einen Block hoch, oder nicht? Nein, die sind einen halben Block hoch. Echt? Ja. Dann ist das in der Tat ein bisschen assi. Ja, dann müsste man das so machen, dass die sich nicht alle auf einem Punkt gathern, wo die dann halt, wo man die hauen kann, sondern dass man die vielleicht in einen Raum tut oder sowas, wo man von oben drauf hauen kann oder sowas. Aber die Technik ist trotzdem an sich erstmal die gleiche. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal gerade hier auf diese Seite, ein Crafting Table am besten mitnehmen. Wo ist Jan jetzt eigentlich? Warum ist Jan da hinten in der Höhle irgendwo? ich habe nur so ein bisschen erkundet. Und machen das erstmal einfach. Hat irgendwer genug Holz dabei für Schilder oder so? Ich habe 7 Holz. Ich gebe euch so. Okay, mach schon mal richtig. Aber wollen wir es doch in eine andere Richtung machen? So ist es halt behindert, wenn wir das hier gleich zubauen. Ja, ich denke auch, der Eingang ist schon ganz praktisch hier, ne? Ja, und wir brauchen jetzt halt mindestens 4 Eimer Wasser, Max, dann, ne? Ja. Gut. War da unten eben Wasser? Nee, oder? Sonst könnte ich jetzt schon einen Eimer auffüllen. Nee, die Eimer müssen auch voll sein, Max, ne? Schön dran denken, sonst haben wir gleich 4 Eimer hier und dann, ja, ne, zack. Gut. Jede Sekunde wieder da. Also, wenn ich die jetzt hier hochlaufen lasse. Und dann können die hier mit Wasser ein Stück nach vorne laufen, auch am besten Richtung von der Farm weg. Warte mal, wollen wir das nicht vielleicht mal lieber in die Richtung machen? Ich bin eigentlich eher für die Richtung, weil wir dann neben der Farm sind. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das ist ganz gut. Machen wir das mal. Ist denn jetzt scheiß Diamantschaufel drin? Beschwer dich doch nicht immer, Junge. Was denn doch? Hier müssen wir doch im Prinzip einfach nur Wasser so setzen, dass die da reingetrieben werden, oder? Genau, also jetzt einfach, ich mach's gerade einmal mit was mach ich denn? Ich mach's einmal gerade mit Eisenerz, also da und dann einmal Wasser hin. Das hier links dann entsprechend natürlich zumachen. Dann werden die alle hier schön reingetrieben und hier muss dann eben auch Wasser hin, dass die hochgeschwemmt werden. Aber natürlich, jetzt weiß ich auch wieder, warum es 2 Blöcke breit muss. Wenn ich hier direkt Wasser hinsetzt, dann werden sie natürlich nicht hochgetrieben, sondern der Wasserstrom geht dann ja entgegen. Ja, ich. Von daher verstehe. Muss es, glaube ich, doch 2. Wobei man könnte natürlich da unten Wasser reinmachen, also dahin quasi. Darauf dann ein Schild und dann wieder Wasser. Dann könnte es gehen. Weiß ich nicht, können wir ausprobieren. Ja, können wir gleich mal ausprobieren, okay. Ich mache schon mal ein Loch für unendlich viel Wasser, ne? Jojo, ist einfach nur so ein 2x2 Ding. Ich doch wieder runter. Geh da weg. Ja, bin ja schon weg. Geh wieder hin. Ja, ich gehe ja schon wieder hin. Hey, ein bisschen im Waschbecken planschen, auch wenn hier noch gar kein Wasser drin ist. Genau. Was geht ab, yo? Mach mal hier einmal dahin. Genau, so, haben wir jetzt genug Holz? Ja, ne? Machst du mal Schilder oder gibst du mir mal das Holz? Jo. Okay, hier. Hauptsache wieder einzeln, ey. Oh, meine Fresse. Ja, komm, reicht schon, ey. So, dann erstmal Holz. Hier können wir doch im Prinzip auch einfach eine Tür reinbauen, oder? Und Dominik? Schilder. Wo können wir eine Tür reinmachen? Hier rein, oder? Ja. Ich glaube schon, ja. Zumindest wenn ich das glaube, wo du gerade bist, aber wahrscheinlich, ja. Ja, damit wir hier rein schreiben. Ja, genau, genau. Wartungsarbeiten etc. Wartungsarbeiten. Okay. So, jetzt, ja. Wenn da jetzt ein Schild ist, müsstest du ja drüber jetzt wieder einmal Wasser machen können, ne? Also, ja, den kannst du natürlich jetzt schlecht setzen, so. Setz doch hier einfach ein Schild an der Seite. Genau. Da jetzt ein Eimer Wasser hin. Und da drüber kann jetzt eigentlich wieder dann ein Schild. Und dann 2 Blöcke wieder ein Schild. Und da oben auch ganz ein Schild hin. Oh, das war jetzt direkt da drüber. Warte. Oh, du Noob, Alter. Jetzt lass mich das abbauen. Boah, im Wasser kann man nicht irgendwie stehen bleiben, ne? Nee. Alter, ist gar nicht mal so einfach, dieses Schild dann abzubauen, wenn es immer hoch und runter geht. So, jetzt du wieder deinen Eimer Wasser. Und wollen wir jetzt vielleicht einmal kurz die Fackeln wegnehmen zum Ausprobieren schon mal? Ob das denn auch wirklich geht, weil ich bin mir nicht ganz sicher, dass wenn die nur einen halben Block hoch sind, dass die hier überhaupt schon passend hochgeschwemmt werden. Also klar, wenn man halt reingeht und so, dann schon, aber man selber ist ja auch über anderthalb Blöcke hoch. Von daher Fackeln einmal weg. Aber lass mal die am Spawner erst noch dran, dass wir die hier vorne dann gleich zuletzt rausnehmen können. Wasser auch freilassen. Ah,
Sie kommen. Ah, ja. Fackeln raus, Tür zu. Wie keiner einfach die Tür zumacht. Ja, weil ich da von dem scheiß Gift weggezogen werde oder irgendwie wer mich weggehauen hat oder so. So, wird die da reingetrieben und wird da drin hochgetrieben? Sieht man das? Nee, da stehen noch Fackeln. Da fließt das Wasser nicht weiter. Ja gut, dann mach die Fackel da weg. Nö, das Wasser ist nicht weit genug. Irgendwer hat das Wasser weggenommen. Ach, kann sein, dass das Wasser ein Loch höher muss. Das Wasser nicht freigelassen. Toll, ja, dann mach auf und Fackeln hin und alles.